Okay, ich habe gespeichert, nachdem ich den Dude ausgesaugt hatte. Loot! Oh mein Gott! Ah! Da ist jemand! Ja, ist okay. Ich meine, ich muss ja im Endeffekt das Fleisch nehmen, weil ich sonst nicht gut genug bin für den. Ich kann natürlich auch Ausrüstung kaufen für das Level vermutlich, aber nö. Ja, ist okay. Ich nehme das Fleisch. Ja, es ist neuer Tiefpunkt, alles klar. Dankeschön. Ich frage mich, was passiert, wenn ich mit den Leuten oben rede. Vielleicht kann ich ja der Tochter so ein Stück Menschenfleisch an dann geben. Ich meine, ich kann ihn ja immer noch killen. Ne? Später. Moment. So. Blutessenz ist schon nice. Ja, schade, dass ich den nicht aussaugen kann oder so, ohne dass er sich wehrt. Ich glaube, vielleicht, wenn ich den umwandle, könnte es auch ein ziemlich cooler Vampir sein. Aber wobei, geht es beim Umwandeln? Nee, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Hey, Opi. Lass mir gefälligst meine Truhe in Ruhe. Mann, ich will wissen, was in der Truhe ist. Hallo. Ich hab Hunger. Okay, ich kann dir nichts geben. Ja, na gut. Dann, ja. Ist das jetzt so. Aber ich glaube, jetzt sind wir Level 45. Nee. Hä? 5000 noch. Dann fliegen wir jetzt erstmal wieder zu diesem einen Ort. Ich würde halt gerne, dass sie immer noch Getreide haben, so. Abgeschlossen jetzt schon? Die Quest ist jetzt abgeschlossen. Ist das Ding. Ansonsten hätte es ja sein können, dass ich da noch nachträglich. Naja. Naja. Ja, wurscht, ich wandle die Welt ja eh wieder um in irgendwas anderes und dann ist eh alles vorbei. Was will ich hier? Ausrüstung. Was war mit ihr nochmal? Sie war auch irgendwas, oder? An welchen Ecken muss ich noch mehr Schutzmaßnahmen für das Schloss organisieren? Ach so, sie war die. Sie war Big Boss, oder was? Nee, er ist doch Big Boss, oder? Hä, hey, warte mal. Hier habe ich die eine hergeholt. Da ist Rüstung. Okay, ich schaue mir mal die Rüstung an. Ach so, nee, ich bin ja gar nicht Level 45. Ja, ab dann wird sich's nämlich wieder lohnen. Schätzungsweise. Was macht der Menschenfleisch eigentlich? Wirklich Blut heilen, hä? 100% Blut. Und erzeugt Rachepunkte. Cool. Ja, 100% Blut in einem Kampf ist schon auch echt nice. Und Rachepunkte sind im Kampf auch echt nice. Ja, lohnt sich.
So, aber ich meine, wenn in der Sidequest schon jetzt so ein Charakter mich fertig macht, obwohl ich nur ein Level unterlevelt bin. Was mache ich denn jetzt? Okay, wir gehen jetzt, weil diese Wüstenquest. Da sollen wir die Wüsten dieser Welt durchsuchen. Dann gehen wir jetzt von oben links nach rechts alle Wüsten durch und gucken, ob da irgendwas ist. Dann hilft ja nichts, das ist die einzige Quest, die noch mein Level hat. Oder drunter liegt schon. Ja. Ne? Spannend. Das ist keine Wüste. Ist da oben vermutlich dann auch nicht. Nee. Aber hier unten. Ich meine, das ist ja eine Mine, oder? Yo! Na danke für die Cheers! Quackuli! Müsst ihr wieder deinen Score anpassen? Mitten aus dem Nichts kommt der daher. Warum? Was ist denn hier? Das ist wahrscheinlich eine Silbermine, die mir zu krass ist noch. Freue mich, dass du dich so darüber freust, dass wir die Wüsten durchsuchen. War ich da schon? Irgendwie kommt mir das nicht so bekannt vor. Ich gehe da mal hin. Irena, doch, da war ich schon. Zählt es auch als Wüste oder zählen nur. Also, oder zählen Städte nicht als Wüstenstädte? Wüsten. Also, ich glaube, ich habe hier schon mit allen geredet, oder? Ah, überall könnten Vampire sein. Ja, stimmt. Hier zum Beispiel. Seelenkristall. Sehr, sehr nice. Ah, werte Kundschaft, ich habe hier einige außergewöhnliche Ringe und seltene Artefakte zum Verkauf. Na, warte mal, der ist gar nicht so alt, ne? Für Menschen und andere Wesen. Moment. Das ist uns gerade zugezwinkert. Keine Sorge, ich gehöre zu den Kindern der Apokalypse, aber... Aber pssst. Wir wollen doch die Wachen nicht auf uns aufmerksam machen, oder? Kinder der Apokalypse verkaufen noch Artefakte und Schmuckstücke? Das Geschäft muss expandieren. Blutränke und dergleichen sind weiterhin extrem nachgefragt, aber ihre Beschaffung wird immer komplizierter. Und da bietet es sich an, auch Geschäfte zu den Menschen aufzubauen. Diese Welt hat sich wirklich verändert während meiner Abwesenheit. Was soll ich dazu sagen? Also, wollt ihr mein Sortiment sehen? Na klar doch, perfekt, ihr findet irgendwas und so weiter und so fort. Ring der Glimmer, what? Gehört dem Trägezauber Triofeuer und 50% Schattenmagieresistenz. Level 40, das heißt, der scaled wahrscheinlich auch. Immunität gegen Blindheit, Stille und Lähmung. Und das macht magischen Angriff viel stärker. ...7200 ist halt viel, aber blind, Stille und Lähmung. Was hat denn Selene gerade equipped? Schwarzer Regen. Bringt gar nichts. Des Magiers. Vermutlich ein einziges Mal. Aha, ja, deswegen habe ich es auch zweimal im Inventar.
Elementare Zersetzung. Das heißt, ich probiere erstmal das aus. Bevor ich das andere da ausprobiere. Da ist der mit dem Peniskopf. Ja, anscheinend hatte ich noch nicht mit allen geredet. Ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich mit einer Wache rede. Habe ich ja bis jetzt immer vermieden. Angeblich erkennen die mich ja. Und ihr seid Vampire. Verdammt. Und zum Teufel sprichst du eine Wache des Heiligen Christus. Hm? Das sind ja vier. Man kann hier nicht fliehen. Ja, ungünstig. Da sind wir wohl in einen Schlamassel geraten. Warte mal. Ach, wir können doch auch einen Blizzard. Ich glaube, gegen so Wüstenleute ist es gar nicht so schlecht. Das war nicht dumm. Das war ein Experiment. Hm? Und probieren geht nämlich über Studieren, sowas das. Alle Gegner verringert Abwehr und Magieabwehr. Geil. So. Schlaf mal, Heiler. So, und du, Eisinferno, jawollo. Das schaffen wir schon. Ja, ich habe mein Bestes getan. Alter, Selene! Regelt Solo. Null. Ja, okay. Hä? Ja, geil. Blutsaugen. Tja, da können wir nichts machen. Alter, wie die ausweicht! Krass.